Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video habe ich ein Notebook und das ist natürlich jetzt hier ganz besonders doof. Da gibt es hier eine Meldung, der Computer sei gesperrt und diese Meldung, die kam unvermittelt beim Surfen, also irgendwo beim Rumsurfen und auf einmal, plopp, gab es das Ganze hier im Vollbild und da sind natürlich verschiedene Warnmeldungen jetzt drauf und hier noch ein Fenster und hier unten noch ein Fenster und irgendwelche Telefonnummern, die man da anrufen soll. Remote-IP-Adressen an Hacker weiter. Bitte rufen Sie uns sofort unter der angegebenen. Das Fenster, was man hier sieht, ist jetzt ein Browserfenster. Zumindest scheint das erstmal so zu sein. Und hier oben steht dann Warnung, kritische Meldung, dann die Fehlernummer. Ignorieren Sie diese wichtige Warnung nicht. Und dann steht hier auf Deutsch, bitte aufhören und den PC nicht schließen. Was immer damit auch genau gemeint ist, also so richtig sinnvoll ist das jetzt hier auch nicht. Und dann steht hier, der Registrierungsschlüssel Ihres Computers ist gesperrt. Was immer auch ein Registrierungsschlüssel sein soll. Also sowas gibt es ja in der Form nicht. Und dann hier ist ein Fenster drüber. Ich versuche das mal hier ein bisschen wegzuschieben. Ja, da steht es hier. Und dann steht hier, der Windows-Registrierungsschlüssel ist illegal. Dieser Windows-Desktop wird mit raubkopierter Software. Punkt, da fehlt noch das Verb. Also das ist alles schon ein bisschen holprig hier. Da steht dann noch dazu, dieser Windows-Desktop wird gehackt. Also scheinbar jetzt zu dieser Minute. Das kann natürlich gar nicht sein. Also dieses Notebook ist nicht online, weder mit WLAN noch mit einem Kabel. Und wenn ihr so eine Meldung habt, irgendwie mal kriegt beim Surfen, das Erste, was ihr natürlich machen müsst, ist Internetkabel rausziehen, Internetverbindungen trennen, also auch die WLAN-Verbindung, damit der Rechner nicht mehr online gehen kann und natürlich auf keinen Fall irgendwelche Rufnummern anrufen, die hier genannt werden. Das ist diese und diese, das sind ja die gleichen Nummern und ich gucke mal, was hier unten drunter ist. Hier sind noch so ein paar Windows-Symbole, so ein Windows-Logo, aber das ist jetzt nicht von Microsoft. Unten drunter nochmal ganz groß, Windows wurde aufgrund verdächtiger Aktivitäten blockiert. Und dann hier Windows Support kontaktieren und dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, hier ist nirgendwo das Wort Microsoft verwendet, hier steht nur Windows, hier steht auch nur Windows, dann steht hier Windows Support, hier oben auch Windows Support, also das Wort Microsoft taucht jetzt hier erstmal in diesem Bild hier hinten gar nicht auf und da wird auch immer nur von einem Registrierungsschlüssel gesprochen, was auch immer das sein mag, das kann vieles sein und dieses Fenster, was ich hier mit der Maus verschieben kann. Das ist jetzt hier ein Fenster von Microsoft Edge. Also das ist tatsächlich ein echtes Fenster, wobei der Inhalt natürlich auch wieder von diesen Gaunern hier bereitgestellt wird, also eingetragen wird. Wenn ihr mal irgendeine 0800er Nummer anrufen sollt, wenn irgendwas auf dem Bildschirm auftaucht im Firefox oder im Google Chrome oder ähnliches oder im Edge und dann könnt ihr vorher diese Nummer auch überprüfen und zwar bei der Bundesnetzagentur, da sind die alle hinterlegt, habe ich hier mal gemacht. Da habe ich diese Nummer eingegeben und hier steht, die gesuchte Rufnummer ist zugeteilt und derzeit nicht verfügbar. Jetzt kann man natürlich davon ausgehen, dass alles, was hier steht, nicht stimmt, dass es alles frei erfunden ist und jemand will natürlich irgendwie Geld haben, irgendeine Zahlung haben und das sollte man natürlich dann auch nicht tun. Und ich vermute mal, das ist jetzt hier der Microsoft Edge Browser auch und hier will dieser Edge Browser irgendein Passwort eingegeben haben. Das sind aber keine Windows-Passwörter, die hier eingegeben werden, sondern das hier sind irgendwelche Passwörter oder erfundenen Geschichten von diesem Server, der hier angegeben ist und ich klicke mal auf Abbrechen, mal gucken, was da passiert und da poppt dieses Fenster wieder auf und hier unten steht dann, und das ist eigentlich eine echte Meldung von Microsoft Edge oder von dem Browser, mit dem ihr gerade im Internet unterwegs seid, wie möchten Sie vorgehen mit dieser Meldung oder hier mit dieser Seite, mit diesem Server, öffnen, speichern, abbrechen, ich klicke einfach mal auf Abbrechen und hier unten steht auch jetzt ganz eindeutig, hier dieser Server.net hat zu Vollbild gewechselt, also das hier ist jetzt der Inhalt eines Browserfensters. Das sieht zwar sehr dominant aus, aber das ist auch keine Windows-Meldung, kommt nicht von Windows 10, sondern eben einfach nur der Inhalt von einem Browserfenster. Da könnte irgendwas anderes angezeigt werden, irgendwas aus dem Netz, wo ihr gerade drüber gesurft seid und ich kann auch den Vollbild-Modus beenden hier mit Escape oder ich klicke hier einfach auf Jetzt beenden. Mal gucken, ob das funktioniert. Und tatsächlich, das funktioniert.
Diese Viren schicken ihre Kreditkartendaten, Facebook-Logins sowie persönliche... Dieser vorgelesene Text, der läuft nach wie vor im Hintergrund. Das ist nichts anderes eben als eine Wave-Datei, als eine MP3-Datei, die einfach abgespielt wird. Und ja, könnte auch irgendeine Musik sein, ist eigentlich ganz egal, von irgendeiner Webseite oder von irgendeinem Spiel oder sowas. Aber das hat jetzt keinen essentiellen Inhalt. Hier oben sieht man auch wieder die Elemente von dem Edge, also die drei Punkte. Und hier kann ich die Favoriten einstellen. Also ist es der Microsoft Edge Browser, der jetzt hier aktiv ist. Und da oben sieht man auch andere Tabs von anderen Seiten, die da gleichzeitig noch offen sind. Und das ist einfach nur ein Webfenster und das ist keine Systemmeldung. Braucht man sich also nicht weiter drum zu kümmern. Und der Ton, der da im Hintergrund abläuft, diese Stimme, die da spricht, ja, das ist auch bedeutungslos. Und ich schließe es einfach mal. Es kann aber sein, je nachdem, was man da eben hat für einen Code, dass sich das Fenster wieder öffnet. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch kein Microsoft-Fenster. Und hier oben steht auch offizielles Support, Punkt, Punkt, Punkt. Und mit Microsoft hat das ja gar nichts zu tun. Das ist hier nur Fake, das ist Scam und das kann man schließen. Und ich drücke einfach mal auf Schließen drauf. Mal gucken, was da passiert. Möchten Sie die Seite wirklich verlassen? Das kann man hier programmieren. Der Programmierer der Seite kann eben die Seite so programmieren, dass dieses Fenster, diese Meldung, möchten Sie die Seite wirklich verlassen, nochmal erscheint. Ich klicke jetzt einfach auf Verlassen drauf. Und ja, jetzt ist hier das Ganze weg und der Ton ist auch weg, also da ist jetzt eigentlich gar nichts passiert. Und die Frage ist natürlich, ob im Hintergrund noch irgendeine Software runtergeladen und installiert wurde. Das könnte natürlich sein, aber dieses Szenario hier mit irgendwelchen Registrierungsschlüsseln, die nicht stimmen sollten, das ist erstmal jetzt entfernt. Jetzt habe ich hier wieder alle Sachen im Edge-Browser gelöscht, also alle Fenster. Die Sachen im Cache und der Verlauf, der ist natürlich noch da. Ich klicke mal auf die drei Punkte und klicke hier mal auf Verlauf. Und da sieht man hier ein sogenanntes offizielles Support Center und dann auch hier dann nochmal die Adresse. Und da darf ich natürlich jetzt nicht draufklicken und den Verlauf und die Chronik und die runtergeladenen Daten und Cookies und die anderen Sachen, die eventuell dann noch gespeichert wurden, die müssen natürlich gelöscht werden. Um jetzt bei Microsoft Edge alle Daten zu löschen, Cookies und so weiter, runtergeladene Daten, klicke ich hier unten auf Einstellungen und dann auf Datenschutz und Sicherheit ist hier links oben und dann auf Browserdaten löschen, umfasst Cookies, Verlauf, Kennwörter und andere Daten, klicke ich hier drauf und da ist alles schon angehakt, sehr praktisch und mal gucken, da klicke ich einfach auf Löschen drauf und dann werden alle Daten, die da bisher runtergeladen wurden, gelöscht. Wenn ihr jetzt mit einem anderen Browser gesurft habt, dann zum Beispiel mit dem Google Chrome, zeige ich mal, wie das geht, wie man da die Daten löscht. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache. Sollte man eigentlich regelmäßig mal machen, mindestens mal einmal im Monat. Muss man jetzt nicht jeden Tag machen. Klickt man hier oben auf die drei Punkte und dann gibt es hier weitere Tools. Und dann gibt es hier Browser-Daten löschen. Geht auch mit Steuerung, Umschalttaste und Entfernen. Und dann kommt dann diese Einstellung. Da hat man dieses Fenster Browser-Daten löschen, dann gibt es hier oben die Option letzte Stunde, letzte 7 Tage und so weiter oder die gesamte Zeit, nimmt natürlich am besten die gesamte Zeit und klickt hier unten auf Daten löschen, wird der Browserverlauf gelöscht, die Cookies und Webseite-Daten und Bilder und Dateien im Cache. Das kann eine ganze Zeit lang dauern, je nachdem wie viel man da drauf hat und hier ist es schon fertig und dann zeige ich das nochmal für den Firefox. Das ist der Firefox und da geht es prinzipiell genauso. Da hat man hier einmal den Browser und oben klickt man hier auf die drei Balken. Dann gibt es hier den Punkt Einstellungen. Da klicke ich drauf auf das Zahnrad oder zumindest sowas ähnliches wie Zahnrad. Und auf der linken Seite gibt es hier Datenschutz und Sicherheit. Und da kann ich draufklicken und wenn man ein bisschen runter scrollt, dann gibt es hier Cookies und Website Daten. Und dann gibt es hier Daten entfernen. Klicke ich auch drauf und da finde ich hier verschiedene Optionen. Cookies und Website-Daten und hier zwischengespeicherte Inhalte kann ich löschen und klicke hier auf OK und auf Jetzt leeren. Da gibt es noch einen anderen Punkt hier unten und zwar die Chronik. Klicke ich hier auf Chronik leeren
Und da kann ich mir auch aussuchen, in welchem Zeitraum das passieren soll oder für welchen Zeitraum, die letzten 4 Stunden, die heutige Chronik oder alles. Klicke ich auf alles und hier kriege ich eben auch nochmal die Option Cookies und Cache. Und diese Einstellungsmöglichkeit, diese Löschmöglichkeit, die ist eigentlich besser als die erstgenannte. Klicke ich auf jetzt Löschen und das kann auch eine Weile dauern. Das kann auch so mal eine Minute dauern bei manchen Rechnern, aber eigentlich ist es schneller fertig und hier ist es schon fertig. Sicherheitshalber lösche ich nochmal hier alle temporären Dateien. Da klicke ich hier unten in dieses Suchfeld rein und tippe ein Prozent und dann Temp und dann wieder das Prozentzeichen. Und dann drücke ich hier Eingabe. Dauert immer ein bisschen, je nachdem, was man für einen Rechner hat. Und dann kriegt man alle temporären Dateien angezeigt, die auf dem Rechner drauf sind. Das sind jetzt hier die temporären Dateien, die braucht man alle nicht mehr, wobei da gilt natürlich auch Löschen auf eigene Gefahr, aber üblicherweise kann man die komplett alle entfernen und da wähle ich einfach mal eine an, um das Fenster in den Fokus zu bringen, dann drücke ich auf der Tastatur die Taste Steuerung und die Taste A und dann werden die alle markiert, rechte Maustaste drauf und dann auf Löschen und dann werden die alle gelöscht. Einige, die kann man hier nicht löschen, das ist aber normal, klickt man auf Überspringen und nochmal auf Überspringen und dann ist es gleich fertig. Was man auch noch machen sollte, ist seine Festplatte mal aufräumen und bereinigen. Da geht man hier in den Explorer rein, da hat man die Platte, rechte Maustaste drauf, Eigenschaften und dann kann ich hier die Platte bereinigen. Das steht hier unten und soweit ist das okay. Ich klicke auf Bereinigen und das kann immer eine Weile dauern. Kriegt man dann dieses Fenster und da hat man mehrere Optionen, die man anklicken kann, zum Beispiel hier die Windows-Fehlerberichterstattung, ja, das ist auch okay, DirectX und so weiter, kann man prinzipiell alles anklicken. Was man nicht anklicken sollte, ist Downloads und dann sind nämlich alle Sachen weg, die man sich runtergeladen hat. Das ist bei Windows 10 ein bisschen tricky und ich scroll mal weiter nach hier unten, Miniaturansichten, das ist auch okay und ich klicke hier auf OK. Jetzt wird man nochmal gefragt, wirklich löschen. Jawohl, und das kann auch jetzt noch mal eine Weile dauern, je nachdem, wie oft man das macht oder wie oft man das nicht gemacht hat. Ist jetzt fertig, ich klicke noch mal auf den Punkt Bereinigen und dann wird das eigentlich noch mal angezeigt und da sieht man, das meiste ist natürlich dann auch weg. Und hier gibt es noch einen zweiten Knopf hier unten, Systemdateien bereinigen. Da klicke ich drauf und auch das kann noch mal eine Weile dauern und dann gibt es ein neues Fenster. In diesem neuen Fenster habe ich dann ähnliche Optionen, da kann ich nochmal Windows Update Bereinigung durchführen, irgendwelche Protokolldateien, Fehlerberichterstattung und da scrolle ich nochmal runter, dann habe ich wieder den DirectX Shader Cache, die hatte ich eben ja schon geleert und da klickt man einfach die Sachen an, die hier noch vorhanden sind und ich klicke nochmal auf OK, möchten Sie diese Dateien wirklich löschen? Ja, möchte ich machen und dann sind die dann auch gleich weg. Das ist also jetzt auch fertig und da kann man davon ausgehen, dass der Rechner also nach diesem Fehlerbild, nach dieser Scam-Seite auch wieder sauber ist. Viel mehr wird da nicht installiert, da kann man vielleicht nochmal im Ordner Downloads gucken, aber gut, das weiß man ja, ob man was runtergeladen und installiert hat. Und ich stecke mal den Netzwerkstecker wieder rein und starte mal einen Browser. Die Fenster, die kann man hier schließen und ich starte mal Microsoft Edge. Funktioniert wieder, alles okay, also hier kann ich direkt Google aufrufen und das geht und ich habe hier mal einen neuen Tab geöffnet, rufe ich mal die Seite tooltime.de auf, mal gucken, ob die auch anstandslos geladen wird und ihr könnt zum Testen von dem Browser auch immer mal einen Tab öffnen und tippt irgendeine Adresse ein, die ihr kennt, irgendeine seriöse und dann sieht man, wenn hier keine weiteren Pop-up-Fenster mehr erscheinen, dann ist der Browser auch sauber, da ist da keine Software mehr drauf. Ja, und das funktioniert, da kriege ich jetzt die aktuelle Seite angezeigt und kann da auch entsprechend runterscrollen. Auch wichtig, bei Windows 10 gibt es ja den Viren- und Bedrohungsschutz, den findet man hier unten in der Symbolleiste, in der Taskleiste und da klickt man hier drauf und da sollte man auf jeden Fall nochmal seinen PC überprüfen, gibt es hier die Schnellüberprüfung, die kann man ausführen, dass der hier nichts drauf findet. Das ist natürlich immer wichtig, dass man das dann tut.
Bis jetzt hat er über 41.000 Dateien geprüft, scannt ungefähr so seit 5 bis 10 Minuten und man kann währenddessen auch weiterarbeiten, aber ich warte einfach mal, bis er hier fertig ist. Jetzt ist es endlich fertig und hier steht dann, Dauer der Überprüfung 16 Minuten 6 Sekunden. Das stimmt aber nicht, der hat über eine Dreiviertelstunde hier gescannt und hier steht auch 10.369 Dateien geprüft. Stimmt auch nicht. Vorhin, wo noch der Balken da war er ungefähr bei 200.000 Dateien. Und hier unten drunter, da gibt es eben noch die Updates. Da klickt man hier auf Updates suchen. Das sollte man auf jeden Fall machen und kann dann hier entsprechende Updates, Sicherheitsupdates, Schutzupdates sich runterladen und kann die dann installieren. Auch wichtig sind natürlich die Updates für Firefox, für Google Chrome und für Windows generell. Hier ist jetzt der Firefox zu sehen und da klickt man unten auf Hilfe, das ist hier unten rechts, und dann über Firefox. Und dann wird hier auf Updates geprüft und sieht so aus, ja genau, der lädt hier jetzt ein Update runter. Hätte auch schon die ganze Zeit machen können, aber macht er manchmal erst dann, wenn man hier auf Hilfe klickt. Und jetzt steht hier zum Abschließen des Updates Firefox neu starten. Und das mache ich mal. Update wird jetzt installiert. Google Chrome genauso. Den starte ich mal, den Browser. Und dann gibt es hier oben auch die drei Punkte. Ganz oben rechts klickt man drauf. Und dann will hier irgendeine Erweiterung installiert werden. Darauf aufpassen. Am besten keine Erweiterung installieren. Überhaupt keine Erweiterung installieren. Auch keine Blocker, kein Reiniger, kein gar nichts. Das kann alles das Surfverhalten beeinflussen, kann auf andere Seiten umleiten. Und da klicke ich hier aus Chrome entfernen und das hier ist irgendein Preisvergleich. Und weg ist es. Und dann gibt es hier den Punkt Hilfe, dann über Google Chrome. Dann sucht er hier nach Updates, aber Google Chrome ist schon auf dem neuesten Stand. Und ganz klar, besonders wichtig sind die Windows 10 Updates selber. Klicke ich mit der rechten Maustaste auf das Windows-Symbol. Und da kommt hier das Administrationsmenü und dann klicke ich auf Einstellungen und dann hier auf den Punkt Update und Sicherheit. Hier steht dann letzte Überprüfung gestern und ich klicke trotzdem nochmal drauf auf nach Update suchen und eben war ja schon ein Update, was da unten stand, was er auch gestern schon gefunden hat. Vielleicht findet er jetzt noch mehr. Und da sollte man jetzt alle Updates installieren, die hier angezeigt werden. Auch wenn man den nicht unbedingt braucht, weil früher oder später installiert Windows 10 die automatisch. Aber da ist es immer eigentlich ganz gut, wenn man es direkt macht. Update ist installiert, da kann man jetzt auf Neu starten klicken und das eigentlich so lange wiederholen, bis hier keine Updates mehr zu sehen sind und dann hat man schon ein sicheres System. Ich guck mal hier und da ist jetzt hier der Firefox und da kann ich wieder ganz normal mit surfen. Ich klicke mal irgendwelche Links hier an und dann öffnet sich auch die entsprechende Seite. Da wird also nichts dazwischen geblendet oder nichts überlagert. Und das System, das ist okay. Also das kann man jetzt hier ohne Probleme wieder benutzen. Und da braucht man das jetzt nicht neu zu installieren. Wenn ihr allerdings einen Fernzugriff hattet von irgendeinem anderen Rechner auf euer Windows 10 System, egal ob PC, Gaming PC, Laptop oder Notebook, dann sollte man auf jeden Fall Windows 10 ganz neu installieren, die Daten sichern, das heißt Bilder, Dokumente oder sowas, was man hat, auf einen USB-Stick, auf eine USB-Festplatte und dann Windows 10 komplett neu drauf machen. Wenn jemand von außen Zugriff hatte über TeamViewer oder andere Programme, dann kann der alles Mögliche hier versteckt und verändert haben, hat vielleicht auch Daten abgegriffen, hat da vielleicht auch irgendeine Hintertür gelassen oder geöffnet. Und dann sollte man Windows komplett neu aufsetzen, dann sollte man Windows komplett neu installieren. Und wie das geht, sieht man hier in diesem Video, blende ich hier oben mal ein. Und das hier ist ein Video, wie man Windows 10 neu und sauber installiert, hier beim neuen Notebook. Und das funktioniert dann genauso wie hier bei so einem Notebook, wo vielleicht jemand von außen irgendwas verändert hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch ein bisschen geholfen. Und passt auf, was ihr runterladet, wenn ihr euch irgendeine Software runterladet. Dann kommen solche Scareware-Geschichten auch gerne über diese Software, die man da runterlädt und installiert. Das kann irgendein Treiberpaket sein, das kann irgendein Cleaner sein oder irgendein Blocker, der irgendwas aufräumt oder Werbung blockt. Das ist alles durchaus möglich. Und dann hat man hier solche Fenster, die hier zu sehen sind. Und schaut mal auf der Seite tooltime.de, da findet ihr noch weitere Videos, Tipps und Tricks.
Das ist die Seite tooltime.de, die könnt ihr mal besuchen. Gebt dem Video erstmal einen Daumen hoch, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die unten in die Kommentare rein, da antworte ich gerne drauf. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr verschiedene Links, verschiedene Tipps und Tricks, auch zur Seite tooltime.de, wie man hier sein Windows 10 sicherer macht, wie man es schneller macht. Und da braucht man gar nicht viel zu, da braucht man keine Software installieren, da gibt es hier das Windows 10 Handbuch und da sind jede Menge Artikel und da sieht man dann, wie man Windows 10 aufräumt. Genau das, was man jetzt in dem Video hier gesehen hat und noch vieles mehr. Besucht doch mal den Discord-Server von tooltime.de, den findet auf der Seite tooltime.de hier unten, da klickt man hier auf das Symbol drauf und da kann man sich dann unterhalten mit anderen Mitgliedern, da kann man Nachrichten austauschen, Bilder austauschen, da könnt ihr mit denen chatten oder könnt auch mit mir chatten. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und Instandsetzt von Canon Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.